Mein heutiger Gast, Wolfgang Niedecken, Gründer von BAP, macht seit 5 Jahrzehnten Musik und er ist ein loyaler, beständiger Mensch, vor allem was seine musikalischen und fußballerischen Helden betrifft. Ich habe noch nie ein Auto gehabt, wo hinten kein Stones-Aufkleber und ein FC Köln-Aufkleber drauf war. Noch nie. Musik, Fußball, Kinder, Freundschaften, Politik, mit ihm kann man über so vieles sprechen. Herzlich willkommen, Wolfgang Niedecken. Ja, es freut mich. Wunderbar. Freut mich auch sehr. Du bist ja jetzt bei dir zu Hause. Wir sind ja jetzt in Corona-Zeiten über ganz andere Technik verbunden. Bist du jetzt in deinem Arbeitszimmer, von dem man immer liest? Ja, ich bin nicht in meinem Arbeitszimmer, aber da ist das WLAN nicht so besonders toll. Aber ich sitze jetzt genau eine Etage drunter in unserem Wohnzimmer, habe also eigentlich den gleichen Ausblick, nur ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Aber du fühlst dich trotz allem wohl und entspannt und weil wir dich jetzt aus deinem Arbeitszimmer vertrieben haben. Nein, ich sitze auf dem Leopardenfell-Sessel, den sich normalerweise im Normalbetrieb unser Hund gekrallt hat. Da liegt er am liebsten drauf. Also ich habe jetzt die Chance genommen, mich da mal hinzusetzen. Und er guckt schon ganz komisch, wieso ich jetzt auf seinem Sessel sitze. Aber ist gut, ich bin sehr bequem untergebracht. Alles gut. Es steht ja bald ein wichtiges Datum an, Wolfgang, der 70. Geburtstag. Spürst du das schon irgendwie? Naja, klar, weil viele Interviews und viele Bücher genau. Und viele... Ich werde ja an einem Stück drauf angesprochen. Also normalerweise denke ich da nicht wirklich drüber nach. Also weil das ist ja so, wie das Album ja schon heißt, alles fließt. Man fließt von einem in den nächsten Tag und es passiert immer irgendetwas, was interessant ist. Und ich denke ja da nicht wirklich drüber nach. Also klar, wenn man 70 wird, dann hat man natürlich auch schon mal das eine oder andere Zimperlein mehr, als wenn man 20 wird. Ne? Klar, ja. Aber irgendwie, wenn man auch jetzt so, es gibt ja zwei Bücher, es gibt ja einmal diese zwei Biografien, zusammengefasst mit einem neuen Vorwort, wo man auch was über die 8 Jahre, die halt noch nicht erfasst wurden in den Biografien, was erfährt. Dann das wunderschöne kleine Bob Dylan Buch bei Kiwi in der Musikbibliothek. Das ist ja so eine schöne Reihe, was die haben, erschienen. Und es ist gewaltig. Ich habe beide Bücher in der Hand, also das eine ist ein bisschen schwerer, aber ja, da erfährt man ja auch viel Persönliches von dir. Ja, das ist ja, diese Reihe zeichnet sich ja dadurch aus, dass man da sehr subjektiv über denjenigen schreibt oder über die Band, die einen in seinem Leben am meisten irgendwie mitgenommen hat. Da schreiben ja Schriftsteller, da schreiben Schauspieler, auch natürlich Musikerkollegen schreiben über die Band oder über den die Person, die am meisten bei ihnen ausgerichtet hat sozusagen. Und die Kiwi-Leute haben mich schon vor 3 Jahren haben die mich schon gefragt, ob ich dann über Bob Dylan schreiben wollte. Ich habe damals gesagt, mache ich gerne, aber ich weiß nicht, wann ich dazu komme. Und dann kam Corona. Ja, in der Tat, das wäre die Kurzfassung. Letztendlich durch Corona hatte ich auf einmal doch ein bisschen mehr Zeit und dann habe ich den Sommer über daran gearbeitet. Dann kam ja dann im Spätsommer, also im September kam unser Album raus, da musste ich dann unterbrechen. Da habe ich mich fast geärgert, ja. Weil ich denke, ich war so schön im Fluss und gut, da musste aber ein Album promoten, das gehört dazu. Ja, aber ich bin auch danach direkt wieder eingefunden und mit großem Vergnügen weitergeschrieben. Und die erste Fassung hatte ich genau in der Nacht, als in Amerika die Wahlergebnisse kamen. Das war die erste Fassung. Und dann habe ich gemerkt, hoppla, du musst noch ein Kapitel hinten dranhängen, weil es handelt ja von Bob Dylans Amerika. Und du kannst nicht einfach so tun, als wenn da alles wie immer wäre. Hm? Du hast ja auch immer vorher, auch in dem Album Alles fließt, gibt es ja einen Song, wo du schon auch wirklich sehr, sehr große Angst hattest, dass Trump nochmal gewinnt. Und du hast es nicht ausgeschlossen, du hast es für möglich gehalten. Wie erleichtert warst du, als dann feststand, dass Joe Biden gewonnen hat? Ich war sehr erleichtert. Also ich habe aufgeatmet, aber ich bin mir auch darüber bewusst gewesen und nach wie vor bewusst, dass das eine Atempause ist. Also wenn man in Amerika nicht alles tut,
um die andere, um Teile der anderen Hälfte der amerikanischen Bevölkerung wieder zurückzugewinnen, dann kann das beim nächsten Mal noch mal schief gehen. Der wird nicht stillhalten, mit Sicherheit. Und die Republikanische Partei weiß natürlich, was sie an dem haben. Der bringt ihnen die Leute. Und das ist, eigentlich ist das ja ganz, ganz furchtbar. Also eigentlich Menschen mit Verantwortung, die auch Kinder haben und Enkel haben, die sich dann trotzdem die Nase zuhalten und dann ihr Kreuzchen bei Trump gemacht haben, weil der bringt der Republikanischen Partei natürlich die Stimmen, die sie ansonsten nicht kriegen würden. Es gibt in dem Bob Dylan Buch ja auch eine Passage, da erwähnst du das Treffen von Obama und Bob Dylan und dann sagt und Bob Dylan ist ja, ja, der ist ja manchmal ein bisschen sperrig und dann meinte dann auch Obama, ich bin nur der amerikanische Präsident, und das ist Bob Dylan. Da habe ich mir nur gedacht, was ein Unterschied, so ein Satz wäre nie vorstellbar gewesen bei Trump. Ja, ja, grauenhaft. Der Trump ist ja geschmacksbefreit. Der weiß ja, dass er beispielsweise bei seinen Wahlkampfauftritten keine Nummer von Neil Young spielen soll, Rockin' in a Free World. Das lässt er einfach laufen und Neil Young beschwert sich an einem Stück darüber, dass er das macht. Und das ist dem egal. Das ist dem wirklich egal. Und hat auch die Stones haben auch versucht, ihm das You can't always get what you want, aber das kann man halt machen. Also gibt's keine rechtliche Handhabe für. Der macht das einfach und das ist ihm, der denkt einfach, das interessiert seine Wählerschaft nicht. Man muss sich da komplett umstellen, wenn man so gewohnt ist, was das ist aber in unserer Demokratie hier in Deutschland, welche Fehltritte da dazu führen, dass Leute abdanken müssen. Wenn sich das in Deutschland jemand erlauben wollte, was der sich alles erlaubt hat, der hätte keine 3 Tage überlebt. Es gab ja wirklich das Jahr 2020 war wirklich ein schweres Jahr. Viele Menschen sind gestorben und so, aber es ist immerhin das Jahr, in dem auch Trump abgewählt wurde. Also das wäre, glaube ich, für die Welt sehr, sehr schwer geworden. Das wäre für die gesamte Welt schwer geworden. Also auch vor allen Dingen, was die Umwelt betrifft, was militärische Konflikte betrifft. Der hat ja ausgereizt, wie es nur irgendwie geht. Das wäre, und natürlich kommen weltweit auch immer mehr von diesen Populisten an die Macht oder irgendwelche Typen, die nicht von der Macht lassen, die irgendwann mal gewählt worden sind, aber nicht mehr von der Macht lassen. Das nimmt ja immer mehr zu. Und das ist natürlich, das geht ja auch fast diametral zu den eigentlichen Möglichkeiten der Kommunikation. Man kann einfach viel mehr wissen. Weil ja, wenn ich, sagen wir mal, ich will irgendwas recherchieren, dann musste ich früher tagelang durch Bibliotheken laufen und mir die entsprechenden Bücher suchen. Das mache ich mittlerweile im Internet, Wikipedia, googeln und dann habe ich die Fakten, die ich brauche, um weiterarbeiten zu können. Und die ganze Informationsfluss, also wenn der Papst irgendwo in Australien Husten hat, das wissen wir eine Minute später übers Internet. Das ist eine ganz andere Welt und trotzdem gelingt es diesen Typen, das für sich auszunutzen und Fehlinformationen, Fake News, wie oft ist man selber schon in der Gefahr gewesen, dass man irgendwelche Fake News geglaubt hat und dann, hoppla, das war wahrscheinlich Fake, muss man aber nochmal nachprüfen und viele Leute prüfen das dann eben nicht mehr nach und dann kann Lügen fliegen und die Wahrheit humpelt hinterher. Jonathan Swift vor zweieinhalb Jahrhunderten gesagt. Aber es ist wirklich, Lügen fliegen und die Wahrheit humpelt hinterher. Das ist so. Schrecklich, ja. Und diese sozialen, das unterstützt das Ganze, obwohl es ja so schön ist, dass man auch Wissen zur Verfügung hat. Man kann halt wirklich nur hoffen, ich meine, du hast ja auch Kinder und du hast auch, dass die Menschen, die jetzt damit groß werden, dass die halt auch immer wissen, wie damit umzugehen ist. Deshalb ist ja auch so wichtig, dass man in der Schule eben Medienerziehung hat, dass Kinder schon lernen, was ist Wahrheit oder wie kann ich erkennen, dass Informationen wirklich der Wahrheit entsprechen. Ja, das ist halt schwierig, ne? Also es gibt ja dieses furchtbare Wort, was ich eigentlich nicht mag, wo man etwas euphemistisch umschreibt, die medienferne Gesellschaft,
bildungsferne Gesellschaftsschichten, ja. Bildungsferne, das ist kein schönes Wort, das ist so verschönert, also das, ja, und aber damit wir wissen, worüber wir reden, es gibt Leute, die interessieren sich einfach nicht für. Die gucken schlechte Fernsehprogramme jeden Tag und werden manipuliert zum Konsumieren. Und der Rest interessiert überhaupt nicht. Und aber die Leute muss man kriegen. Irgendwie muss man die kriegen. Denn zu ihrem eigenen Wohl muss man die kriegen. Da geht kein Weg drumherum. Weil die wählen ja auch alle, ja. Man kann ja nicht sagen, okay, man macht jetzt einen Test, wer wählen darf, der muss so und so, der muss irgendwie einen Test bestehen, aber dann wirklich auch sich auch auskennt. Das wird nicht sein. Also man muss mal die Leute kriegen, dass sie sich informieren. Und dieses Jahr wird ja schon, also dieses Jahr wird nicht nur Wolfgang Niedecken 70, sondern wir haben einige Wahlen. Also das wird schon, da bin ich auch mal gespannt. Du wahrscheinlich auch. Ja, ja. Also die Wahlen kommen natürlich zur Unzeit, ehrlich gesagt. Also die Wahlen kommen, als das mit Corona losging, wurde ich irgendwann mal gefragt, wie ich dann gemerkt hätte, dass es jetzt um die Wurst geht, dass es jetzt ernst ist. Und ich habe geantwortet, als ich merkte, dass die Politiker alle am Strang in die gleiche Richtung ziehen. Als ich gemerkt habe, dass Parteiengrenzen komplett egal waren. Man hat versucht, diese Kuh vom Eis zu kriegen. Und das hat mir sehr imponiert. Und das hat natürlich jetzt, dadurch, dass die Wahlen kommen, in zwei Bundesländern und danach die überregionale Wahl, dadurch kommt auf einmal wieder überall so eine Wahlkampfrhetorik rein. Sich offen. Und da können natürlich die Leute, die daran interessiert sind, die Gesellschaft zu spalten, die können in diese Flanke wunderbar eindringen. Ja, das kommt wirklich zur Unzeit. Jetzt, da ist das ja gegen eigentlich klein, dass du jetzt, du hattest natürlich diesen 30. März auch anders geplant. Ne? Also das sollte ja, ein schönes, großes Konzert sollte ja da stattfinden. Was wir alles geplant haben, das wurde uns ungefähr von einem Jahr, also jetzt mittlerweile Ende Februar, im vergangenen Jahr wurde uns bewusst, hoppla, dass wir einige von den Plänen uns mal von der Backe putzen konnten. Beispielsweise, wir hatten vor, zum 30. März, also meinem 69. Geburtstag, anzukündigen, was wir in den nächsten zwei Jahren tun. Und das mit einer schönen Pressekonferenz auf dem Rhein, mit einem kleinen Bötchen. Köln sagt man ja, Müllemer Bötchen. Also mit so einem kleinen Bötchen, da hätten wir dann die Presse eingeladen, hätten ein bisschen was vom neuen Album gespielt, also die erste Nummer vom neuen Album. Dann hätte ich erzählt, was wir alles so machen. Und angekündigt halt, dass wir am 18. September, zufälligerweise 40. Todestag meines Vaters, der ja der Band den Namen gegeben hat. Und Jimi Hendrix habe ich jetzt auch in dem Buch gelesen, ja, ja. Mhm. Ja, ja, der Jimi Hendrix war dann schon 10 Jahre vorher, ne? Ja. Und wir wollten im Satori so eine richtige schöne Oldschool-Veranstaltung machen, wo ich zu jedem Stück was erzähle. Und dann spielen wir das Stück, dann erzähle ich zum nächsten Stück, das ganze Album durchspielen, am Schluss noch ein paar Zugaben, Big Hits oder was so. Und das wurde uns dann auch im Laufe des Sommers wurde uns klar, das wird nichts werden. Da übermorgen machen wir das. Du musst das ja vorbereiten. Du musst ja irgendwie Verfügbarkeiten. Du musst natürlich auch ein paar Tickets verkaufen und sowas. Das kann man nicht einfach so aus der Hüfte machen, mal gerade. So, und das so hat sich das dann fortgesetzt. Als wir dann so irgendwann so im November, Dezember haben wir gemerkt, ja, und das mit dem Geburtstagskonzert in der Köln Arena wird auch nichts werden. Das wird nichts werden. Also haben wir es gar nicht jetzt da irgendwie mal provisorisch schon mal so ein Claim abgesteckt und wir verkaufen mal Tickets, und wenn es dann verschoben werden müssen die Leute da halt flexibel sein. Ich finde, das gehört sich nicht, kann man nicht machen. Deswegen haben wir das auch mal direkt sein gelassen. Wir haben natürlich immer wieder überlegt, was können wir denn überhaupt machen? Also, dass diese Autokino-Konzerte nicht in Frage kamen, das war bei uns direkt klar, das ist nichts für Bab. Andere Bands, mit anderen Bands mag das gehen oder mit anderen Comedians oder was, mag das alles gehen, aber Bab ist keine Band für Autokino, das gibt nichts. Und, ja, das ist Halbheit, kann ich gut verstehen. Das bringt nichts. Ja. Und dann kam eine Art noch andere Ideen, die letzte Idee, die jetzt kam, waren diese, wie heißen das, Strandkorb-Konzerte, die jetzt auch in ganz Deutschland stattfinden. Da haben wir überlegt, ob das vielleicht eine charmante Idee
Idee ist, so als Trostfleisch, dass man wenigstens da mal sowas mal macht. Ja, und kaum haben wir das überlegt, stiegen die Zahlen schon wieder, weil die Mutanten natürlich jetzt für eine andere Infektionsstärke sorgen. Also haben wir uns das auch wieder verschoben, auch nichts angekündigt. Und so, jetzt werden wir halt überlegen, dass wir die ganze Tour um ein Jahr verschieben. Und da werden wir dann demnächst mal mit einem ordentlichen Tourplan rauskommen. Und also, weil man auch davon ausgehen kann, man kann davon ausgehen, dass wir bis in den Spätherbst alle die Möglichkeit haben, geimpft zu werden. Und dann werden wir wahrscheinlich die Herdenimmunität erreichen. Es sei denn, es kommen neue Mutationen, wo es kein Impfstoff gibt, dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ja. Es ist so, du sprichst einfach aus dem Leben, so ist es im Moment, aber das Schöne, also die Pläne stehen ja alle und es klang so gut, was du erzählt hast und ich glaube deine Fans und wir freuen uns dann einfach auf das nächste Jahr, also wir setzen jetzt einfach darauf und feiern dann einfach das, da dein 70. Genau, wir machen 70a. Ja, also wir scharren natürlich ab, wir scharren alle total in den Startlöchern. Wir wollen ja. Und das, wirklich als Künstler vermisst du das auch, diesen Kontakt mit dem Publikum. Das ist ja dieses Live-Spielen, das ist ja wie Tennis, das ist ja nicht Squash, wo man irgendwie gegen eine Wand spielt. Man kriegt ja was zurück von den Leuten. Man kriegt ja was zurück und diese ganzen Emotionen, die können einen auch süchtig machen. In dem Bob Dylan Buch hat mich besonders, da gibt's ja so eine Szene, die hat mich wirklich, das war für mich fast schon filmisch, also du hast ja muss man ja wirklich sagen, Bob Dylan bedeutet dir so viel, hat so viel für dein Leben, bedeutet so viel für dein Leben und dann, du hast ihn zweimal getroffen und einmal gibt's ein Treffen, da überbringst du ihm eine Gitarre und er packt diese Gitarre aus und es gäbe so viel zu sagen, ja. Aber du, was hast du gemacht? Ja, ich habe mich zurückgehalten, weil es war eigentlich ein heiliger Moment. Man muss das sich so vorstellen. Also kennst du diese Lap-Steel-Gitarren? Das sind diese Gitarren, die man auf dem Knie spielt, also auf dem Schoß, ne? Also damit mit so einem Röhrchen über die Saiten und also ich denke so, der Normalbürger kennt das als Hawaii-Gitarre. So, das klingt dann auch so ein Ding, ne? Ja. Und er hatte wohl spitz gekriegt, dass eine Hannoveraner Gitarrenfirma so eine herstellt, die man mit einem Capodaster in die gewünschte Tonart bringen kann. Das Schwierige bei dem Spielen einer Lap-Steel ist nämlich, je nachdem welche Tonart das ist, da bricht man sich da die Finger. Das ist der Horror, ja. Und er hatte gehört, dass das also die einfach zu spielen ist und die hat er sich bestellt. Die hat er sich in Hannover bestellt und die hatten die Idee, dass sie mich mit dem Ding nach Saarbrücken schicken, um es ihm zu übergeben, weil ich ihn ja auch schon mal getroffen hatte und auch um mir eine Freude zu machen. So, und so, dann bin ich also nach Saarbrücken gefahren und habe dann das Konzert erst geguckt und anschließend wurde ich dann hinter die Bühne geführt in einen hell erleuchteten Raum, wo außer mir keiner war. Die komplette Backstage in der Saarlandhalle war leer und ich sollte dann da warten und dann eine Zeit lang habe ich da gewartet und dann kam er auf mich zu, Mutterseelen allein mit Ghetto-Faust, ja. Was hat er? Achso, dann habe ich kapiert, Ghetto-Faust ist angesagt und dann habe ich das erwidert und dann haben wir ein bisschen uns unterhalten und ich habe nur erzählt, dass wir uns vor 9 Jahren schon mal getroffen hätten, würde er sich ja wahrscheinlich nicht daran erinnern, aber als der Name Wim Wenders dann fiel, sagt, ah ja, Wim, ja. Also er schien sich zu erinnern, ja, und dann kam es zur Übergabe der Gitarre und das war wirklich sehr, sehr rührend. Also hat den Gitarrenkoffer aufgemacht und das Instrument rausgehoben und das war, ich sag immer, das war wie ein kleiner Junge, der unterm Weihnachtsbaum eine neue Lok für seine Eisenbahn findet. Das war so rührend und dann hat er noch geschwärmt und sich gefreut und er würde jetzt da mit dem Tourbus, hat ja einen eigenen Tourbus, die Band fährt in einem anderen Tourbus, damit dann jetzt dann während der Nacht nach Paris chauffiert würde und er hätte aber auch einen kleinen Verstärker da drin. Und da wird er das jetzt mal austesten, wie das denn funktionieren wird. Also er war ganz, ganz aufgeräumt und er hatte Spaß und unfassbar nahbar. So einen sensiblen Moment darf man nicht mit blöden Fragen stören.
Ah, wie klug du doch gehandelt hast. Ja, ja, klar, aber das hast du uns auch wirklich so anschaulich. Es ist so schön zu lesen. Also jetzt hast du es uns auch, konnten wir es uns auch alle vorstellen, ja. Aber auch beim Lesen, es ist so ein besonderer, fast, ja, heiliger ist vielleicht, aber für dich schon, war das schon auch wirklich, ja, sehr, sehr, sehr bedeutend. Für mich war das bedeutend. Also vor allen Dingen, ich habe mich natürlich auch beim ersten Treffen sehr darüber gefreut, dass er eben nicht arrogant ist im Normalbetrieb. Also jener war keine Ahnung, wie er sich Journalisten gegenüber verhält, die ihm, wo er Angst hat, dass sie ihm was wollen. Bob Dylan ist schüchtern. Der ist einfach schüchtern und er ist tausendmal auch irgendwo falsch zitiert worden und alles mögliche. Der hat einfach keinen Bock mehr auf dieses Theater. Und aber wenn er Leuten vertrauen kann, also beim ersten Mal hat uns ja Wim Wenders vorgestellt und die sind seit ewigen Zeiten befreundet. Und wenn das Vertrauen da ist, ist er ein ganz normaler Mensch. Ja, ich habe auch bei Joan Baez, habe ich in ihrer Biografie, die hat ihn ja auch beschrieben. Und sie sagt ja auch, er ist unfassbar schüchtern Fremden gegenüber. Ja. Also ja, das kann man sich kaum vorstellen, aber ja, eine ganz zarte Künstlerseele. Eine ganz zarte Künstlerseele. Oh. Ich meine, er hat sich ja auch, ja, gut, ich will jetzt nicht das ganze Buch erzählen, aber er hat sich ja auch zurückgezogen aus diesem ganzen Rock-Business, dieses ganze Show-Business, ist nach Woodstock gezogen, hat da ein paar Jahre gelebt, um in Ruhe gelassen zu werden. Ja, und irgendwann haben die Leute das rausgekriegt. Und dann sind die nach Woodstock gepilgert, auf sein Anwesen da und haben ihn da bedrängt. Es gab sogar einen Idioten, der hat seinen Mülleimer immer untersucht, was denn da jetzt drin ist, dann seine Rückschlüsse gezogen darauf, wie es ihm jetzt gehen würde und hat das dann auch publiziert. Also ich habe auch mit einigen Leuten da geredet, die dann auch gesagt haben, es ist nicht leicht, Bob Dylan zu sein. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Sehr guter Satz, ja. Und deshalb, das kann man vielleicht jetzt auch verstehen, weil viele haben das ja, haben eben das so ein bisschen als Arroganz vorgeworfen, dass er da nicht dieses, als er den Nobelpreis bekommen hat. Ja. Aber ich glaube, so wie du ihn jetzt beschrieben hast. Auch Schüchternheit. Ja, also das war ihm einfach zu viel. Ja, ja, ja. Ja, also und er sah auch keinen Sinn da drin, sich da jetzt hinzustellen, sich abfeiern zu lassen. Er ist ja nicht dahin, um da jetzt Musik zu machen, da muss er da sein. Das macht er dann. Und aber das jetzt da sich nur hinstellen, sich belobhudeln lassen, ach nö, lass mal, bleib ich lieber zu Hause, habe ich meine Ruhe. So. Also, es gibt auch, ja, wir müssen echt aufhören, dann höre ich auf, weil das Buch soll man ja noch lesen, aber es gibt an einer Stelle, da zitierst du auch ihn, also da geht es um das so Kumpels, die wollten in der Garage bei ihm zu Hause proben und dann sagt er, ich probe keine Musik, ich mache Musik. Ja. Das war also schon ein sehr frühes Selbstbewusstsein. Ne? Ja, also, das muss man schon sagen. Also ja. diese Sprüche kennt man ja aus der Szene. Ne? Also wer übt, der kann nichts. Oder wer übt, der fällt seinen Kollegen in den Rücken. Oder so, solche Sachen. Und bei ihm kommt dann, ich übe keine Musik, ich mache Musik. So, super. Ja, aber bei ihm akzeptiere ich das einfach auch, ne? Weil ich meine. Ja, also er hat auch von frühester Zeit an, wo er Gitarre gespielt hat, auch versucht, was Eigenständiges zu machen. Natürlich am Anfang kopiert man, wir haben so getan, als wenn wir die Beatles waren, als wir angefangen haben. Und die haben angefangen in ihrer kleinen Band, den Golden Chords, hießen die, auf akustischen Instrumenten, ich habe keine Ahnung, wie das geklungen haben muss, haben die dann ein bisschen so Gene Vincent, Little Richard oder Elvis vom Outfit her so zu kopieren, wie sich das angehört hat. Gibt keine Schallaufzeichnung davon, keine Ahnung. Ich bewundere auch du hast eine unglaubliche Loyalität ihm gegenüber. Also da gab es ja auch Konzerte, wo er anscheinend sich nicht so wohlgefühlt hat auf der Bühne. Und trotzdem hast du ihm das nie übel genommen. Oder auch mal Alben, die nicht so doll waren. Ist kein, das darf, er ist Bob Dylan. Es ist okay, also man hofft dann immer, dass das nächste besser wird. Und wenn das nächste nicht besser wird, dann das übernächste. Aber es ist schon, stimmt schon, also ich bin schon ein sehr loyaler Typ. Ja. Ich habe auch in dem Buch geschrieben, ich bin auch keiner, der, wenn der erste FC Köln hoffnungslos nach hinten liegt, aus dem Stadion geht. Ich gucke mir das Spiel zu Ende an. Es geht nicht. Ich finde, das gehört sich nicht, das macht man nicht. Würdest du sagen, das ist eine Form, diese Begeisterung für den Verein, ist das eine Form von Liebe? Kann man das damit beschreiben?
Ja, da gebe ich alles zu, auch wenn es nicht so doll ist. Also es ist auch eine Form von Nostalgie. Man erinnert sich an die Kindheit, wo mein Vater dann mit meinem großen Bruder im Radio die Fußballübertragungen gehört hat und ich als Kleiner dann dabei war und diese Namen gehört habe. Also das ist so ein, und man kann auch ungerecht sein und man kann schimpfen und alles mögliche. Alles das, was ich normalerweise nicht gehört, das lässt man alles raus. Und diese bedingungslose Liebe zu so einem Verein, das kennen viele Männer, aber mittlerweile übrigens auch viele Frauen. Ja, klar. Das ist so, es ist auch Heimat. Irgendwie ist das Heimat und es ist auch teilweise kitschig und man will das eigentlich gar nicht. Und trotzdem singt man, wenn der FC hoffnungslos verloren hat, aber gekämpft hat, dann kommt die Mannschaft in die Südkurve und dann singt die ganze Südkurve, ohne dass das eingespielt wird, sondern singen von selbst dieses Black First Lied, denn hey, hält mal zusammen in unserem Fädel. Und dann haben sie alle Tränen. Oh Gott. Ja, und ich stehe dazu, das ist einfach so. Ja, das klingt sehr schön. Und es ist auch, das habe ich schon von mehreren, also gerade von Männern gehört, die, wo man, die so, also vielleicht so eher manchmal distanziert das Verhältnis hatten zum Vater. Das war ja bei dir am Anfang nicht so. Ihr hattet ja am Anfang ein inniges Verhältnis. Ja. Aber das ist auch eine Bedeutung, dieser Fußball, also das sind Erinnerungen, die du mit deinem Vater hattest. Ja, also mit meinem Vater und meinem großen Bruder. Mein großer Bruder hat auch wirklich sehr gut Fußball gespielt und der war natürlich toll. Ich hatte einen 20 Jahre älteren Bruder, der mit mir Fußball gespielt hat. Das war der Hammer. Ja, klar. Was würdest du denn sagen, was war dein schönster Moment, den du mit dem FC erlebt hast? Das Double, 1978 natürlich. Also, da hat mir ein Fan, übrigens aus eurem Sendegebiet, da hat mir ein Fan ein Poster geschenkt, wo die Double-Mannschaft drauf ist, mit allen Unterschriften. Das war vielleicht ein Indianer geschenkt. Ein lieber Mann, das habe ich mir direkt rahmen lassen. Da gehe ich jeden Morgen drunter her. Oh, wie schön. Wenn ich runterkomme aus dem Schlafzimmer, die Treppe runter, dann hängt das Ding da. Also, und ich sehe die Kollegen dann da. Also das ist wirklich ein Geschenk, ein würdiges Geschenk, oder? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und was war der traurigste Moment mit dem FC? Der erste Abstieg. Die nächsten Abstiege waren, okay, da hat man schon irgendwie ein bisschen Hornhaut drüber. Dann spielt man halt wieder eine Saison in der zweiten Liga, dann gewinnt man auch ab und zu mal. Ja. Aber der erste war der schlimmste. Der erste war schlimm. Der erste war ganz schlimm. Da waren wir mit der Band auf dem Weg nach Kreta. Nicht nach Kreta, auf dem Weg nach Elba. Da haben wir geprobt für das Album Comics and Pin-Ups. Und ich war mit dem Toni Polster befreundet und das waren so die ersten Handys, die gab's da. Und der rief mich nach dem Spiel, wo nichts mehr ging, rief der mich an und sagte, du Wolfer, wir haben's nicht mehr packt. Oh. In Wien. Also, er hat mich selber angerufen, nach dem Spiel. Ja. Oh mein Gott. Und das war schon, mein lieber Mann, von da ab wurde den Rest des Tages und den nächsten Tag nicht mehr viel geredet. Das war bitter. Aber da sieht man, also das finde ich ja auch immer wieder, ich weiß, es geht um viel Geld und es ist alles auch schon sehr kommerzialisiert. Aber ich finde auch immer so, gerade wenn man dann so Aufstiege und Abstiege, da habe ich immer so, vielleicht romantisiere ich das auch ein bisschen, aber ich habe dann immer so das Gefühl, es geht um mehr. Ja, das ist aber auch, es ist auch bei den Jungs, die da Fußball spielen. Das sind ja, die sind ja noch unglaublich jung. Und manchmal machen die so einen mördertaffen Eindruck und weiß der Geil. Und ich genieße immer diese Szenen nach dem Spiel, wenn die sich gegenseitig behagt haben und weiß der Geier wart mit merkwürdigen Versuchen da rumlaufen, alles Mögliche, alles gut. Und dann, und die haben auch wirklich hart gekämpft und dann gehen die noch aufeinander zu und dann tauschen die das Trikot. Da kommt die ganze Romantik von diesem Beruf, ist in dieser einen kleinen Szene drin. Ja. Die tauschen das Trikot, egal was vorher passiert ist, weil sie sind selber Fußballfans. Und wenn man selber kein Musikfan mehr ist, dann sollte man auch keine Musik mehr machen. Das ist so. Ja, sehr guter Satz. Wenn das nur noch ein Geschäft ist, kannst du das vergessen, weil das ist nämlich eine sinnliche Geschichte. Ja. Und ich bin immer weiter Fan geblieben, obwohl ich den Begriff Fan auch eigentlich nicht mag, weil das hat was mit Fanatismus zu tun. Aber du weißt, was ich meine. Ich kann mich immer noch, ich kann mich sogar in bestimmte Stimmungen reinversetzen, wenn ich bestimmte Platten höre. Die kann ich gezielt einsetzen. Mein Paradebeispiel ist immer
Tumbling Dice von Stones, wenn ich überhaupt nicht in die Pötte komme, dann höre ich mir Tumbling Dice an und dann bin ich in den Pötten. Das ist doch Wahnsinn, was Musik für eine Kraft hat. Aber das kann dir jeder nach. Da hat jeder so seine Songs, die wirken. Und Fußball hat halt auch diese Möglichkeit, einen in Stimmung zu versetzen. In traurige als auch euphorische Zustände. Ja, ich habe übrigens noch nie ein Auto gehabt, wo hinten kein Stones-Aufkleber und ein FC Köln-Aufkleber drauf war. Noch nie. Das ist ja. Von meinem ersten Auto an, das war eine Kastenente. Über alle Autos ist immer hinten eine Stones-Zunge und ein FC Köln-Aufkleber drauf. Aber das nenne ich doch mal Beständigkeit. Also wirklich. Ja, klar. Und, aber gut, Bob Dylan gibt es auch nicht so ein richtiges, ne? Also Bob Dylan hat dann keinen Platz gefunden. Bob Dylan ist leiser. Verstehe, das ist so ein bisschen... Die anderen sind lauter, das ist lauter. FC und Stones, das ist lauter. Ja. Also Heinrich Böll und Bob Dylan, das kann man aber, die kann man zusammen nennen, das machst du ja auch. Ja, das schon, ja. Die haben dich wirklich emotional, intellektuell, die haben dich sehr geprägt. Das war, ist in der Tat, also als ich Heinrich Böll kennengelernt habe, das war wie eine Erscheinung. Das war wunderschön, eine wunderbare Situation, war... Auch dieser unglaublich gütige Mensch, dieser Mensch, der auch ein toller, großartiger Zuhörer war. Der war interessiert und hat sich alles dann nochmal durch den Kopf gehen lassen, über alles nachgedacht. Und der ist 85 gestorben und der seitdem fehlt er. Der fehlt einfach. Der fehlt der ganzen Republik. Ja. Weil der war nicht eitel. Das war das Irre. Der war nicht eitel. Die versucht haben, die Nachfolge anzutreten, die waren allesamt eitel. Das ist sehr gut, was du da sagst, weil ich sag manchmal, aber was mir an Angela Merkel auffällt, vieles, was sie macht, was ich gut finde, ich finde sie nicht eitel. Nein, also sie hat bei mir ein Ansehen, spätestens seit dieser sogenannten Flüchtlingskrise, hat die mir bei mir so gewonnen. Also ich lege mich da sogar für ins Zeug. Ich habe sie auch noch nie gewählt, aber es ist wirklich, also auch jetzt, wie sie sich jetzt verhält, die muss ja überhaupt jetzt nicht irgendwas, was Opportunistisches, was Populistisches sagen. Die will nicht mehr gewählt werden und ist trotzdem kein Lame Duck. Ja, Die meisten sind ja dann Lame Ducks, wenn sie kein nächstes Amt mehr oder nächste Amtszeit beanstandet. Aber die hat das wirklich und man kann hinhören. Wenn man es nicht direkt versteht zwischen den Zeilen, weiß man, Leute, das Ding ist noch nicht gegessen mit dem Covid. Das ist noch nicht durch. Und also auch die Kombination Lauterbach und Angela Merkel. Sensationell. Sensationell. Weil beim Lauterbach weiß ich ganz genau, der schielt überhaupt nicht. Nee. Der hat auch keine Angst, der Überbringer der schlechten Nachricht zu sein. Der sagt das. Der sagt das einfach, wenn einer reinkriegt, okay, dann kriegt er halt einer rein. Und der kriegt ja so, weißt du, der kriegt ja so vehement, wird auf den draufgeschlagen. Ja, ja. Aber der geht da raus und sagt, ja, ist halt so. Ich sag trotzdem die Wahrheit. Das ist halt schon in der Bibel, the wicked messenger, der Überbringer der schlechten Nachricht, den darf man nicht bestrafen, das ist eine unfassbare Blödheit. Ja, aber hast du eine Erklärung, dass jetzt, also es war ja so am Anfang, war der große Teil der Bevölkerung in Deutschland war so, ach toll, dass wir hier leben, ich habe ein gutes Gefühl in dieser Corona-Epidemie und jetzt habe ich so den Eindruck, man sieht es auch an Umfragen, die Stimmung kippt. Hast du eine Erklärung dafür, woran das liegt? Ja, es sind ein paar Fehler gemacht worden. Mhm. Aber solange die Fehler zugegeben werden, ist ja auch wieder alles in Ordnung, finde ich. Ja. Also wenn man irgendwie eine Tasse zerdeppert hat, dann ist bei uns in unserem Haushalt, dann ist irgendwo, steht da ein kleiner Post-it drauf, ich war es und derjenige, der es gewesen ist. Und dann ist es auch gegessen, dann ist es vorbei, dann musst du ans nächste Thema. Natürlich war es schon der erste Fehler war, dass man am Anfang gesagt hat, die Masken machen keinen Sinn. Da wieder zurückzurudern, dass die Masken doch mal. Das war schon mal sehr irritierend, weil auch nicht alle Leute interessieren sich für alle Zusammenhänge. Es ist schon sehr, sehr schwer, da am Ball zu bleiben und die jeweiligen Entwicklungen auch zu verstehen. Bin ja auch kein Wissenschaftler, aber ich bemühe mich, dahinter zu kommen. Ja, und dann war natürlich diese Schlappe, dass dann großartig Impfzentren eingerichtet wurden, aber kein Impfstoff da war. Also das erklärt den Leuten, das ist sehr schwer zu erklären. Das ist sehr schwer. Aber weißt du, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns in Hessen, das hat super geklappt. Also diese Impfzentren, die waren alle fertig. Ja. Die Mitarbeiter und also schon Wochen vorher war alles super. Also eine kleine Erklärung dazu, die nicht so ganz unwichtig ist. Wenn England jetzt abgefeiert wird, wie viele da schon jetzt geimpft worden sind. Ja, die sind
in Frankreich, wenn wir jetzt gesagt haben, okay, das schert uns einen Scheiß, was die ganzen osteuropäischen Mitglieder der EU, ob die ihren Impfstoff billig genug kriegen oder nicht. Wir sehen jetzt mal zu, dass wir jetzt unsere Bevölkerung impfen und der Rest ist uns jetzt erstmal egal. Wenn das passiert wäre, das wäre furchtbar gewesen. Das kann man nicht machen, dafür hat man keine EU. Nee, ja? Ganz genau. Also entweder hat man eine EU und genau. Da muss man auch gemeinsam durch. Und dann natürlich, der Beamtenapparat ist zäh in Deutschland. Also das ist so, das hängt den Leuten natürlich am Hals raus. Die sagen, jetzt mach mal, verdammt nochmal, gib mal Gas, weil ich weiß nicht mehr, ob ich meinen Laden noch weiter aufrechterhalten, wir gehen pleite hier, oder dann kommt natürlich eine Ungeduld auf. Oder die Leute, die da im Lockdown zu Hause sitzen, mit den Kindern auf einer 3-Zimmer-Wohnung und beide im Homeoffice, das nervt natürlich unfassbar, dass die nicht alle, die jetzt himmelhoch jauchzend sind, kann ich mir schon vorstellen. Und trotzdem muss es gemacht werden. Ja, und ich meine, du bist ja jetzt, man kann jetzt nicht sagen, dass du da immer so der totale Optimist bist. Also du bezeichnest dich ja selbst als Melancholiker, ein melancholischer Clown. Glaubst du, werden wir das hinkriegen? Also ich denke, das wird noch dauern bis zum Ende des Sommers. Und wenn im Ende des Sommers dann alle geimpft sind, kann man den nächsten Winter hoffnungsvoll angehen. Ja, das klingt gut. Ja. Voraussetzungen, das hat ja auch der Kanzleramtsminister gesagt, der Braun hat das ja gesagt, vorausgesetzt natürlich, dass keine neuen Mutationen kommen, wo der Impfstoff nicht mehr funktioniert. Dann fängst du natürlich wieder von vorne an. Aber wie verletzlich wir sind, das zeigt einem doch mal wieder die Natur, weißt du, wir müssen aufpassen. Wir müssen auf unsere Welt aufpassen. Ja, natürlich, das war nur ein wirklicher Fingerzeig. Weiß der Teufel, woher er kommt, aber das war, Leute, es ist mittlerweile schon 11:55. Also wir müssen jetzt wirklich sowas von in die Pötte kommen. Da gibt es auch keine Entschuldigungen mehr für. Du hast ja nicht nur du hast ja wirklich die Zeit genutzt in der Corona-Zeit. Also du hast ja dieses Bob Dylan-Buch, dann gibt es das andere Buch, worüber wir schon gesprochen haben. Und ich habe gelesen, vielleicht sind es mittlerweile auch schon mehr, du bist ja zweimal Großvater geworden. Ja, nee, ist bei zwei geblieben. Es ist zwei. Die haben gerade ihren ersten Geburtstag gefeiert. Ne? Der eine ist ja Aschermittwoch geboren, ja. Der andere 9 Tage danach. Also ja. Am 6. März haben wir schön... Allerdings, wir haben das dann per Skype gemacht. Ne? Die sind ja in Berlin jetzt wieder zurück. Aber sensationell. Also Großvater sein ist erzähl doch mal ein bisschen. Warum ist das, ich stelle mir das immer so vor, dass, also es gibt auch viele, die sagen, das ist eigentlich das Allerbeste, weil du hast nicht mehr so diese Verantwortung. Ja. du lässt dich nur abfeiern. Ja! Genau so werde ich es auch machen. Und weil, wo, weißt du, wenn du dann immer so ermahnen, du musst ja die Kinder erziehen, du musst ja auf so Verschiedenes achten und dann kann man all das, was man an den eigenen Großeltern, was mich genervt hat, das werde ich dann alles auch machen. Ich werde alles erlauben. Nee, ich halte mich, also das habe ich ja gelernt. Also in einem Haushalt mit drei Frauen habe ich schon gelernt, man redet nur, wenn man gefragt ist. Also ein großer Kardinalfehler ist, eine der drei Ladies kommt rein und hat irgendwas an, was ich nicht so besonders toll finde, und dann sagen, das steht dir aber nicht so gut, ist nicht gut. Man sagt das dann, wenn man gefragt wird. Sag mal, steht mir das oder wie findet, macht das dick? Oder dann muss man allerdings auch wirklich sehr ehrlich antworten. Das ist so lustig, weil du bist Teil meiner, also dieser Satz, den hattest du mir schon mal gesagt, den fand ich so großartig, dass ich den immer zu Hause erzähle. Ich sag dann immer meinem Mann, du weißt, ungefragt sagt man nichts. So als Empfehlung, weil ich habe ja auch zwei Töchter und ich finde das so einen guten Satz, weil es ist wirklich, weil gerade bei Mädchen und ne, auch in schwierigen Phasen, lieber ungefragt sage ich nichts. Nein, das ist ein großer, großer, großer Fehler. Da gibt es Tränen und alles Mögliche und auf der anderen Seite ist es eine große Ehre, wenn man gefragt wird. Und die wissen auch ganz genau, Vater ist dann ehrlich. Und dann deshalb, und wenn sie dann fragen, dann halten sie auch die ehrliche Antwort aus. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, klar. Also ist doch, aber ich meine, du hast doch mit deinen Frauen, oder? Du hast doch so ein Glück. Und du hast natürlich auch zwei Söhne, aber. Sensationell. Du bist ja auch demütig. Also du hast wirklich Glück. Ich stimme zu. Ja. So sieht's aus. Also, und ich meine, das Glück soll möglichst noch lange halten.
Ja, ich tue alles dafür. Ich tue alles dafür. Also ich genieße das auch alles und ich gucke, dass ich die Sachen, die mir keinen Spaß machen, von mir weghalte. Ich habe genug zu tun. Ich werde mich nie langweilen. Mal gucken. Also eins nach dem anderen, Schritt für Schritt und immer schön hörsch. Das ist ja mein Lieblingswort. Ne? Schön hörsch. Hörsch. H-Ö-Ö. SCH, das heißt immer mit der Ruhe. Schön höch, ja, das ist, klingt auch schon so, wenn man es, ja, das ist ja auch das Schöne, das an den, ja, aber dieses Ganze, obwohl jetzt, wo man auch sagt, jetzt muss, das muss ich mir dir auch noch ansprechen, weil ich meine, ihr habt ja da auch jetzt mit eurem Kardinal in Köln, was sagt, das ist ja nicht schön, oder? Also was da abgeht, wie siehst du diese Situation? Also ich schüttle da nur noch mit dem Kopf. Ich kann das nicht verstehen, dass diese katholische Kirche so als Gesamtorganisation immer noch nicht den Knall gehört hat. Ich kann das wirklich nicht verstehen. Es tut mir auch total leid, weil es gibt ja richtig gute Leute, die sich da engagieren. Also das sind ja nicht nur die Päderasten. Es gibt ja ohne Ende Menschen, es gibt so viele Frauen, die sich auch toll engagieren. Die tun mir total leid, weil da so ein Männerbund da sitzt im Vatikan, die noch nicht geschnallt haben, dass der Absolutismus vorbei ist. Das ist unfassbar. Ich kann das eigentlich, das hört sich lustig an, aber ich kann das nicht verstehen. Die können doch mal in die Geschichtsbücher gucken und mal checken. Sie sind die Einzigen, die noch absolutistisch herrschen wollen. Funktioniert natürlich nicht mehr. Ja, das ist, ja. Wir haben den Knall nicht gehört. Aber es ist ja interessant, dass sogar dieser der Betzing den Wölki nicht mehr verstehen kann. Weißt du, also es ist ja, selbst er ist ja fassungslos. Nein, es ist nicht mehr zu erklären, nicht mehr rational zu erklären. Aber es gab ganz viele Austritte wieder. Ne? Es gibt ja ständig, aber in Köln, da sind ja massenweise Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten, wegen halt Wölki jetzt. Ja. Das. Es ist wirklich nichts zu verstehen. Also man hat ja, nehmen wir die positiven Seiten, man hat ja wirklich einen großartigen Papst. Also ich bin ja nicht mehr in dem Verein drin, ich bin ja 80 ausgetreten. Warum bist du jetzt nochmal konkret ausgetreten, 80? Ach, damals, ich hab als Kind mitgekriegt und als Heranwachsender, wie sehr mein Vater darunter gelitten hat, dass er von den Sakramenten ausgeschlossen war. Er war ja geschieden. Die Mutter meines Halbbruders, die ist ihm abhanden gekommen und da musste er sich halt scheiden lassen. Aber er ist halt jeden Sonntag in die Kirche gegangen und wenn die anderen zur Kommunion gingen, musste der sitzen bleiben. Der konnte nicht beichten gehen, dass man überhaupt an so einen Quatsch glaubt. Beichten, okay, es hat ihm, und dann diese große Angst, dass er keine letzte Ölung bekommt. Und wie kann eine Religion, die ständig von Liebe redet, Liebe deinen Nächsten, wie kann die so unbarmherzig sein? Das habe ich schon damals nicht verstanden. Das hast du dann quasi mit deinem Vater schon erlebt, also wie ihn das belastet hat, ne? Ja. Das hat also wirklich, er war total, glaube ich, also ein totaler Kinderglauben irgendwie auch, ne? Und und dann die Geschichten bei mir mit der Naht, mit den Übergriffigkeiten, das habe ich schon zu oft erzählt. Also ich bin da gut durchgekommen, ja. Aber andere, du kennst andere und wir kennen es alle, die haben heute noch daran zu knapsen. Also das ist schlimm. Einer hat sich noch vor ungefähr 10 Jahren umgebracht, weil er sein ganzes Leben damit nicht klargekommen ist. Oh Gott, das ist so schlimm. Weil, manchmal kommt es dann ganz, die sind nicht mehr beziehungsfähig, diese Menschen, die haben Ängste das ist nicht schön. Also da muss man wirklich sagen, da muss, aber was mal wirklich gut war, du sagst ja auch, der Papst, der hat auch irgendwann mal gesagt, da ging es um diese Homosexualität, dann sagt er, wir sollten nicht immer den Leuten sagen, was sie nicht machen dürfen und, also er versucht's ja, aber er alleine schafft's ja auch nicht, die Kirche zu reformieren. Also, ist schon, dieses ganze Verhalten von dem Papst, das ist schon ein großer Schritt nach vorne. Die bisherigen Päpste waren alle diesem Pomp erlegen. Und der kommt in einem kleinen Wagen an. Sensationell. Das ist schon immer wieder sensationell. Gut. So gut. So gut. Ich habe gejaucht, als ich das hier. Gut, ist mein Mann. Guter Mann. So,
jetzt sind wir, bin auch schon am Ende, aber ich würde ganz gerne noch einen Tipp von dir haben, weil es ist ja ein FFH-Podcast, Fußball-Podcast, und da tippt immer unser prominenter Gast. Ich kann mich noch erinnern. Ja, ja, ja. Ich habe auch mal bei euch Fußball ja, gespielt. Siehst du, das ja, war, was weißt ja, du noch, ich hab, ich, was, ja, was das für ein Spiel war? Es war Köln? Das weiß ich nicht, aber es war aber auf jeden Fall Köln. Es war Köln. Und dann hast du da hinten bei uns in der Musikredaktion ja, hast du Fußball ja, geguckt, ja, ja, das war ja, schön. Ja, das war immer sehr schön. Alles, alles okay. Gute für dich und Tina. Also mach's gut. Ne? Mach's gut. Ne? Okay, tschüss, grüße Wolfgang. Alle da, ja, bei denen ich immer Fußball gucke. Ja, ne? Du darfst immer Fußball bei uns gucken. Okay. Tschüss. Tschüss.